Hallo meine Lieben, ja und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, es geht jetzt um die Sachbücher im Juni und es sind nur 4 geworden, weil wir immer noch den persönlichen Bezug zu einem Buch brauchen oder zumindest sagen müssen, das ist was für einen Bekannten oder Freund oder Verwandtschaft von uns, damit wir es euch vorstellen können. Und ja, das war's dann jetzt auch schon von mir. Ich gebe ab, ihr könnt wie immer aufs Cover klicken, kommt zu dem Buch oder ihr guckt euch das Video in voller Länge an. Wir starten dann einmal mit einer sinnfrohen Bildungsreise. Es geht nach Paris und das Buch trägt den schönen Namen Ein Bauch spaziert durch Paris und diesen Bauch schiebt vor sich her, ich weiß nicht, ob er wirklich so einen sichtbaren Bauch hat, Vincent Klink. Vincent Klink ist ja ein bekannter TV-Koch und er hat jetzt eine kleine kulinarische Entdeckungsreise durch Paris für uns alle geschrieben. Paris ist ja nicht nur eine Reise wert wegen Amore und Liebe und all den schönen Gefühlen. Es ist vor allen Dingen auch eine Reise für die meisten, auch für den Magen. Vincent Klink hat sich auf die Spuren begeben von Dichtern und Denkern und entführt uns in die Geheimnisse der guten Küche. Es geht auch um Meisterköche, um Alltagsküche aber auch. Und er macht das, denke ich, wirklich gut. Er wird sich da sicherlich sehr, sehr gut auskennen. Er beschreibt auch das Ritz, in dem ja irgendwann Hemingway auch gesessen hat oder eine Coco Chanel gelebt hat. Das wurde jetzt ja auch restauriert. Auch dahin entführt er den Leser. Er beschreibt, dass Heine ja auch einen Art Pizza-Service damals schon in Anspruch genommen hat und vielleicht lernt ihr so auch noch den einen oder anderen Künstler besser kennen oder ihr habt wirklich mal Lust, euch an seine Fersen zu heften und Paris auch mal so für euch zu entdecken. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Bin gespannt, ob es euch auch gefällt. Das Buch ist erschienen bei Rowohlt, hat 224 Seiten. Ja, und ich denke, wenn ihr gute Küche liebt, nicht nur lebt, sondern auch liebt und eine Schwäche für Frankreich habt, da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken als Ratatouille und Baguette und Fromage. Dann macht euch auf die kulinarische Reise mit Vincent Klink. Ich habe jetzt ein richtig bibliophiles Schätzchen hier für euch. Es geht um die Bücher, es geht um die Seiten, die einem Leser wirklich alles bedeuten können. Zusammengefasst in dem Buch Die Geschichte des Buches in 100 Büchern, 5000 Jahre Wissbegier der Menschheit von Roderick Cave und Sarah Aid. Ja, Bücher, das ist etwas ganz Magisches. Da ihr euch dieses Video anguckt, werdet ihr wahrscheinlich auch von diesem fürchterlichen Virus infiziert sein. Gibt es etwas Schöneres als einen Raum voller Bücher, eine Stadtbücherei, einen Buchhandel, ein Antiquariat? Bücher, die geben mir zumindest Atmosphäre, wenn ich in ein Haus oder in eine Wohnung komme, wo keine Bücher stehen. Fehlt mir etwas. Es ist für mich da nicht die richtige Atmosphäre. Ich denke, euch geht es ähnlich. Und in diesem Buch geht es jetzt darum, dass 100 Bücher vorgestellt werden, die die Welt mit verändert haben. Ja, Bücher sind nämlich gar nicht so harmlos, wie sie auf den ersten Blick vielleicht auch aussehen. Sie haben Liebesgeschichten geschrieben, sie haben verraten, sie waren die Anzettler-Revolutionen, sie haben manche Menschen fast um Kopf und Kragen gebracht, sie brannten zum Beispiel zur Nazi-Zeit lichterloh, so ein super toller Autor wie Erich Kästner musste auch mit ansehen, wie seine Bücher verbrannt wurden, weil die Ideen, die darin steckten, gefährlich waren, gefährlich für die Leute, ja, die an der Macht bleiben wollten. Aber Bücher haben sich nie unterdrücken lassen, sie haben immer einen Weg gefunden. Und in diesem Buch werdet ihr 100 Bücher entdecken, die besonders wichtig waren. Das Buch ist pickepacke voll mit wunderschönen Fotos, damit man sich das auch alles richtig gut vorstellen kann. Es gibt immer kurze Geschichten dazu. Und wenn ihr auch so buchverrückt seid, wie ich es bin, dann schaut euch das doch bitte einmal an. Erschienen ist das Buch bei Gerstenberg, es hat 288 Seiten, auf denen ihr vielleicht Bücher wieder mit ganz anderen Augen sehen werdet, wo es unheimlich viel zu entdecken gibt. Ja, eine Kulturgeschichte des Buches. Wenn ihr diesen Kanal schon etwas länger verfolgt, dann werdet ihr sicherlich wissen, dass ich ja nicht nur eine Tochter mit roten Haaren habe, die ja schon so ein bisschen irisch aussieht. Nein, sie ist auch ganz verrückt nach Irland. Ja, sie singt Whiskey in a Jar, sie
wollte damals unbedingt Irish Step lernen. Davon konnte ich sie nur knapp und mit Mühe fernhalten, nachdem sie diese Celtic Dancer gesehen hatte. Sie ist also absolut verrückt nach der grünen Insel. Und ich muss sagen, sie hat ja auch ihren Charme. Ich mag Irland auch super gerne. Und darum kommt jetzt dieses Buch, kommt uns da gerade recht. Es heißt How to be Irish, ein Anthropologe packt aus von David Slattery. Ja, wie wird man ein echter Ire? Wenn man das vorhat, wenn man sich wirklich integrieren möchte, dann sollte man zu diesem Buch greifen, denn hier wird genau erklärt in 10 Schritten, was man tun muss, um ein echter Ire zu werden. Keine Angst, hier wird niemand die Ohren spitz gezogen und ein grünes Hütchen aufgesetzt und ihr müsst euch jetzt einen kleinen Topf mit Gold besorgen. Nein, es geht darum, wie verhält man sich richtig, wenn man im Pub ist, warum oder wieso wird man zu einer irischen Beerdigung eingeladen? Was gilt es da zu beachten? Und worüber streiten sich die Iren eigentlich zu Weihnachten? Ja, das sind alles Fragen, da sollte man besser eine Antwort drauf wissen, denn man möchte ja nicht vom Fettnäpfchen in die Fritteuse treten. Und David Slattery hat sich da wirklich super viel Mühe gemacht. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor, sonst vergesse ich noch etwas. Und das wäre wirklich jammerschade, wenn jemand doch schon so mit Herz und Seele dabei ist. David Slattery hat für seine Recherchen keine Mühen gescheut. Er schleuste sich in eine politische Partei ein, nahm an unzähligen Hochzeiten und Beerdigungen teil, arbeitete am Empfang einer Arztpraxis, trug sogar Frauenkleidung und besuchte zahlreiche Pubs. Alles im Dienste der Wissenschaft und nur für euch. Ja, da muss man doch wohl sagen, das nenne ich Engagement. Ich weiß ja nicht, ob so das eine oder andere Guinness nicht doch auch ganz zu seinem Vergnügen die Kehle runter ran. Vielleicht verrät er es euch. Ja, das Buch ist erschienen bei BTB, 321 Seiten. Und ihr kennt ja alle vielleicht diese T-Shirts, wo drauf steht Kiss me, I'm Irish, wenn ihr das wirklich tragen wollt und auch ein Ire in euch dann auch steckt, dann solltet ihr dieses Buch vielleicht mal lesen, damit ihr auch wisst, wie ihr zum echten, waschechten Iren werden könntet. Ja, Sinas Herz schlägt ja natürlich irisch, aber sie hat auch eine große Bewunderung für die schicken Französin. Und ich muss sagen, diesem Charme bin ich auch erlegen. Und darum ist dieses Buch, das jetzt mal so ein bisschen Licht vielleicht ins Dunkel bringt, warum Französinnen so überaus attraktiv sind. Dieses Buch ist für uns auch gleich auf die Wunschliste gewandert. Wir möchten nämlich auch nochmal gucken, vielleicht klappt das ja mit dem Charme und mit dem Schick und der Lässigkeit auch noch ein bisschen besser bei uns. Ja, das Buch heißt How to be Parisian wherever you are. Liebe, Stil und Lässigkeit à la Française von Anne Barrist. Ja, die Französin, von Männern natürlich angeschmachtet, von Frauen ein bisschen neidisch betrachtet. Warum sind diese Frauen einfach so schick? Dabei sind sie ja nicht dumm. Sie sind ja keine Barbies. Nein, diese Frauen, sie haben sich wirklich geübt in der Disziplin, Diskussion. Sie sind gebildet, sie sind erfolgreich. Nur ich glaube auch ein Unterschied ist es auch, die Französin ist nicht diejenige, die im Beruf ihren Mann stehen will und auch so aussehen möchte. Nein, sie bleibt ganz Frau und das ist irgendwo auch ihr Charme. Ja, die Freunde sind der Mittelpunkt ihres Lebens. Sie würden doch nicht am Wochenende darauf warten, dass ein Mann sie anruft. Nein, sie nehmen ihr Leben in die Hand. Sie leben halt. Und es ist auch kein Wunder, dass gerade Paris die Wiegestätte der Mode ist. So tolle Kreationen kommen von da. Man denke nur an Coco Chanel, Dior, Lagerfeld. Alle hat es irgendwo nach Paris gezogen. Und ich denke auch zu Recht, das kleine Schwarze, wer könnte es eleganter tragen als die Französin? Wir lieben ja auch ganz besonders französische Filme und wenn man sich da die Schauspielerinnen anguckt, ob es eine Isabelle Huppert ist oder eine Sophie Marceau, diese Frauen sind einfach zeitlos schön, elegant, egal was sie anhaben, sie haben irgendwie so eine innere Würde. Ja, ihr merkt es schon, wir bewundern sie sehr. Ich wünschte, ich hätte ihr Geheimnis geknackt. Vielleicht gelingt mir das jetzt, ja. Das Buch ist erschienen bei BTB. Es hat 272 Seiten und ich fand diese Aussage im Klappentext einfach schön. Um eine echte Pariserin zu sein, kommt es nicht auf die Herkunft an, sondern allein auf die Einstellung. Und das lässt uns doch jetzt alle hoffen, oder?